weil sonst verliert es diese Lebendigkeit. Die Serie heißt Alte Stadt, neue Menschen, sprich die Touristen, die Menschen von heute, die in einer alten Stadt bzw. in einer Stadt mit alter Architektur wohnen oder sie kommen, um diese Stadt zu besichtigen. Darum geht es in meiner Arbeit ganz viel. Hier, das ist auch ein Blick am Baumwall, also auch an der Elbe. Und das ist ein durchgehendes Thema: Wasser, Elbe, deshalb blau. Als das Patron habe ich jetzt auch blaue Farbe gegeben. Ja, also er hat mich interessiert. Einmal das Kindliche mit was übertriebenen Männlichen zu kombinieren und da sozusagen so eine pervertierte Form von einem Schlumpf hier rauszuarbeiten. Aber es soll natürlich auch groß und schrill und auffallend und übertrieben sein. Während ich mich bisher immer in, sagen wir mal, eher größeren Maßstäben um die Auswüchse der Zivilisation gekümmert habe, kümmere ich mich hier immer um die Anfänge der Zivilisation, um den Keim sozusagen. Das ist Borut. Das sind zwei kleine Lichtzivilisationen sozusagen, die entstehen, die vermehren sich, trennen sich, gehen unter und alle paar Minuten gibt es auch so eine kleine rote Revolution, die dann auch wieder untergeht. Ja. Und diese Lebewesen hier, man sieht, die haben Beziehungen zueinander, also die strecken teilweise ihre Fühler nacheinander aus und bearbeiten sich, bilden Grüppchen, trennen sich wieder. Ja, so haben wir hier also absolut authentisches, intelligentes Leben. Vorne gibt es ja das Thema mit Wasser und ich habe dann das Thema Luft und dann eben das Feuer auch noch als Naturelement. Und Erde, gut, der Betrachter befindet sich auf der Erde, er ist Teil dieses gesamten Jahres dann. Die Serie heißt Color Dialogs, also Farbdialoge, und es geht sehr viel darum, dass Beziehungen zwischen Farben, Figuren, Flächen hergestellt werden. Die Linien stellen absurde Verbindungen dar. Figuren mit abstrakten Farbflächen, da ihrer Auffassung nach es Beziehungen zwischen Figuren und Flächen normalerweise auch gar nicht logisch sind, sondern absurd und Sachen zusammenhängen, die auf den ersten Blick überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Ja, normalerweise mache ich es halt farbig bunt, sondern die Ursprung habe ich jetzt dazu gemacht, es ein bisschen monochrom zu machen. Also eine Farbe von Blau und Ultramarin zu nehmen und es jetzt mit dem einen Farbton sozusagen zu machen. Und Blau als Farbe natürlich auch sehr interessant. Also das sind halt Stadtlandschaften, ich wohne in Berlin und in Berlin habe ich halt auf der Straße meine Stadtmeier aufgebaut und sozusagen auf der Straße gemacht. Und ja, diese flüchtigen Momente, das dauert auch ein bisschen, also es steht jetzt in 2-3 Stunden so ungefähr, das ist relativ schnell eigentlich noch. Aber auf Flüchtigkeit in dem Weg ist nicht der Moment eingefangen, in dem es nicht zu steht.
scheint halt durch. Und das ist auch ganz spannend, weil das Papier ist eigentlich, es ist halt so ein Gelbton an sich. Es kontrastiert damit mit dem Blau. Es ist ja komplementärfarben, das ist ja beides fast.